Herzlich willkommen zur Hackenfolge hier. Wir werden auch ein Video mit Kaiser Marley, da das ja ein bisschen der Fehler gewesen ist. Was fand er, was der Kette noch? Keine Ahnung, was genau, aber wir werden mal Mehl unten her spacken, weil es stellenweise zu krass ist. So, dann wollen wir mal kurz durchgehen. Also, im Prinzip hier sind mehrere Bahnen. So, dann wollen wir das kurz durchgehen. 30, wir machen 3 Vorbereitungen, 3, 1, so bin ich jetzt genau sicher, 13 Stunden. Lauf Shop, müsste das stimmen. Ich mach ein bisschen weniger. Aber 13 Meter. Also wenn 13 Meter nicht stimmen sollte, da haben wir was verkehrt gemacht. Gut. Dann müssen wir fast mal einen Kopf gucken, ob das passt. Dann können wir mal ein bisschen abbrechen. So. Das sollte passen. Wir werden ja sowieso warten, zum Beispiel ist das dann egal, wie es läuft. Ich hoffe, der Ton passt, wenn ich auch zu hören bin. Wie schneide ich ihn aus? Also er wählt ein bisschen mehr als vorher. Das Gras ist trocken, ne? Wir wollen sowieso Heu haben, von da ist es egal. Okay, dann brauchen wir einen Traktor, einen schnellen. Und dann fahren wir zum Händler und holen den großen Vater. Ich habe mir eine gekauft von Krone. Ich überlege mir jetzt, was für einen habe ich denn überhaupt? Mal schauen. Arbeitsbreite. 13,2. Ja gut. Das war noch so passend, ne? Ich hatte noch einen Spatter gehabt. Wenn wir noch einen Kuhn kaufen. Zurück. Kuhn. Und wenn ich nämlich den hier kaufe, der hat eine schöne Arbeitsbreite von 19 Meter, aber darf schon Kuhn haben. Werde ich ein bisschen. Wieso kann ich mir dann ein Nilly, ja. Ein Nilly. 20.000 habe ich. Wir müssen kurz zur Bank. Das nützt ja auch nichts, ne? Der Mist wird wieder reinholen, sagt man so schön. So. Aber jetzt. Kaufen. Weil ich werde jetzt zur gleichen Zeit beides machen, und zwar also in zwei Schwarten näher. Damit wir das entsprechend schnell fertig kriegen. Also was los mit mir? So. Ja, wir fahren jetzt also noch Wochen so, entsprechend können wir gleich die Aufnahme hier gepasst und hier nicht nochmal losdüsen müssen.
nicht richtig mähen. Er muss ja viel mähen, also muss ja nicht, ne? Aber wie gesagt, so so. Das dauert ein bisschen. Dann sind wir vorwärts. Dass wir im Prinzip bald anfangen können mit Aufsatz. Die Route ist Abfahren eingefahren und wir werden die Fahrzeuge die Route übernehmen für die Fahrzeuge, die wir mitbekommen. Das dauert noch ein bisschen, weil dauert noch eins und noch eins. Und dann hoch. Und wenn ich alles habe, kann ich dann verloren. Und wenn der andere schon mal da rumgefahren ist, ja, das ist gut, ne? Das ist immer schwierig, weil der hat 13 Meter mal 3, 30, fast 40 Meter. War da gerade 3, 50 Meter. Müsste es eigentlich funktionieren, das kann höchstens passieren. Gefällig wäre es beim Rennen, wenn das mehr gefährlich ist. Das ist mir das egal. Dann mal ein Double Wicket. Ich überlege mir einen kleinen Traktor nehmen. Die großen jetzt ein Double Wicket. Dann müssen wir viel sammeln. So, das ist ein bisschen lauter machen müsste. Der Traktor ist hier ein bisschen leichter. Ohne so verzwickt, ne? Die Folge nehme ich heute auf, und zwar am Dienstag. Ich habe einfach nicht aufgepasst. Und dann habe ich ein kleines Problemchen aus, da ich mir ein Problem. Nur das Problem ansehe, wenn ich weiß. Ein Navigator, der heißt auf Deutsch. Das heißt auf Deutsch, theoretisch, auf unschön sein, wenn man so fährt, von Polen oder keine Ahnung, wenn man das nicht genau weiß, wenn man was arbeitet oder wächst, dann wäre es immer ein bisschen aufgehört. Und deshalb ist die Karte, wenn man so viel ist, dann kann man das nicht mehr so sehen. Warten wir, bis wir müssen.
Leistung verlangen. 110 PS, dann reichen die an aus. Ja, dann werden sie viel nehmen. Die aufgeben. Ja, die müssen wir sammeln. Der Fan soll sammeln und der Wesson Ferguson hier, der große. Ne, der K2 ist aber ein großer. Von daher ist es ein Quatsch, wenn wir da mit dem großen Geschütz dann fahren. Ne? Und das dauert zu lange. So. Weiß hier auch einer. So, die haben 280 PS. Den würde ich nur das Bild abnehmen. Gewicht kaum verteilt ist ein bisschen, aber die haben wir gar nicht. Die soll später. Sägewehr. Vom Misthaufen soll er später ein Förderband Richtung BGH gehen. Und zwar so, dass es über den Dings geht. Also im Prinzip ein bisschen noch Tipps, die ich da vorne nehme. Das könnte das Förderband aufheben, als Brücke und dann in den die Weide Richtung Ziele. So hat man einen ganz großen Plan. Kopf. Wo wir jetzt ein Geld zu haben, dann ist es gut. Da haben wir eine Falle. Da wollen wir gleich noch ein bisschen. Aktuell. Normale Reifen. Das sind wir hier eigentlich im Weg dann. Der blaue da vom ehemaligen Akku. Doch ein Gewicht, ja, aber ich darf nicht. Ich werde gleich mit und so. Aber nee, ich nicht, aber ich muss an die Wiese, wenn man Wiese fährt, dann muss ich markieren. Die Zeit ist halt nicht, ja, kostet kein Geld, kein Vermögen, aber das ist auch nicht so. Losgehen. Wenn wir so dicker haben, dann können wir es tun. Und der wird trotzdem, okay. So. Dann wären wir mal mit 82 PS und 110 Flanke. Wir brauchen Standardreich. Fertig. Gewicht rot machen, aber geht. Also das Rot machen würde mich schon interessieren, aber gut, in dem Fall jetzt nicht. Am nächsten Mal, wenn wir flüssig sind.
aus. Der Nachbar muss auch kommen. Ja, das krass, die Kraftstoff, das neue Segelmotor. Ein bisschen Holz veredelt, kann man sagen. So, wo haben wir alle Fahrzeuge? Da haben wir schon. Das ist ja nicht. Wo haben wir den, ne? Da nicht. Wandern, ja, G2. Den haben wir auch noch. Der düngt aktuell. Den machen wir weiter. Also kurz ist keiner mehr geladen, aber hier ist ja drin, dass wir nochmal ein Wetter nehmen. Franka 2, dann gehen wir mal hier auf. Das ist gut. Ja, unsere schönen Kühe geben Milch, ne? Mal ganz kurz gucken, ob es denen gut geht. Ja, 250 Kühe, haben wir Kälber gekriegt? Waren ja mal erschrocken. Haben wir Kälber gekriegt? Wir haben 40 weibliche Kälber und 4 männliche Tiere. Die werde ich ja später hierher zurückbringen, weil hier im Stall könnten theoretisch 5 Tiere sein. Werden wir bei 400 belassen, da wir ein bisschen immer. Packt uns hier, damit wir ein bisschen Luft haben, dass das Kälber kommen kann. Ne? Ich war ja voll, gerade mit der Rakete hier. Ich war voll. Das war Quatsch. Das ist doch nicht jetzt der Kuh. Das klappt nicht. Hier kann man gut ran. Ne? Aber hier kommt das. So, liebe Schnur, das soll es für heute gewesen sein. Danke fürs Einschauen. Ich danke, ich sag mal danke fürs Einschauen. Jetzt habe ich mich schon auf die Winkel geschaut. Ja, es geht gleich weiter. Heute noch eine Folge. Vielleicht schauen wir mal rein. Tschüss.